Abend zusammen. Abend. Abend zusammen. Abend. Wie jedet. Gut. Wie jedet. Gut. Der Christ im Rheinland als antwortet, jedet muss. Wie soll es sein? Gestern ging es noch, da weißt du alles. Du weißt nur nicht, wie es einem geht. Ja, das ist schon eine eigene Sprache, aber das lässt ja alles nach. Ich bin ja hauptberuflich Lehrer, du merkst das vor allen Dingen in der Schule. Du kannst ja heute keine Diktate mehr schreiben. Ich hatte eine Vertretungsstunde, habe ein Diktat angefangen, habe ich gesagt, als er wegging, Komma, fragte sie, rief der Erste rein, langsam, Alter, wie schreibt man Komma? Und alles, was bei uns in der Schule wichtig war, endete auf SCH, auf Sch, de Tasch, de Flasch und et Zeug, et Turnzeug. Das war ein Beutel, da war ein schwarzes Turnhemdchen drin, ein schwarzes Turnhöschen und Schuhe mit hellen Sohlen. Das nahmst du mal just mit in die Schule. Und im Juli wieder mit nach Haus. Und dann wurde er dann in den Haken gehängt, da war für Doofe ein Tierbild drüber. Also wenn man sich nicht merken konnte, ich bin Jürgen, musstest du dir merken, ich bin ein Elefant. Und für uns war es spannend, wenn ihr euch noch erinnern könnt, Bravo. Dr. Sommer. Die haben wir unter der Schulbank gelesen, einer musste Schmiere stehen, damit das kein Lehrer merkte. Heute säß der Lehrer allein da und die Kinder würden es ausprobieren. Und da standen dann so spannende Fragen wie Kai 17. Meine Freundin hat so große Brüste. Kann man damit auch kleine Babys stillen? Oder ertrinken die dann? Oder verzweifelt, Svenja, 16. Jetzt darf ich endlich länger aufbleiben, jetzt will mein Freund immer mit mir ins Bett gehen. So sind wir aufgeklärt worden. Und wenn wir Langeweile hatten, spielten wir Stadt, Land, Fluss. Bei keinem Spiel wird mehr beschissen. Wenn ich schon höre, ich sage das Alphabet im Kopf auf. Oder ich habe ein K im Sinn. Ich habe im Leben manches im Sinn gehabt, aber kein K. Na gut, dann fang du an, du sagst A, ich sag Stopp. A, Stopp! V. Wie kann man denn so schnell von A nach V kommen? Ich bin eine Abkürzung gegangen. Stadt mit V, Freiburg. Freiburg wird mit F geschrieben. Du weißt ja nicht, welches Freiburg ich meine. Welches meinst du denn? Das mit V. Ich habe ein Land mit V. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Vorderindien. Vorderindien ist doch nur ein Thailand. Thailand wird mit T geschrieben. Früher wurde auch dementsprechend mit dem Auto in Urlaub gefahren. Könnt ihr euch noch erinnern, so klassische Urlaubsreisen mit dem Käfer von Düsseldorf nach Rimini. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch fünf urlaubsreife Deutsche, das ist unbequem und klein. Fünf urlaubsreife Deutsche, die fuhren zur Adria. Schon nach einer Viertelstunde sagt einer, wann sind wir da?
Papa ist das Rimini, ne, das ist Reuschenberg. Komm nach Reuschenberg, Rimini, ja, da kommt nur noch Holzheim zwischen. Und vor so einer Urlaubsreise wurde zu Hause, weil man nachts abfuhr, vorgeschlafen. Das war sinnvoll. Da gingst du dienstags schlafen, weil du donnerstags müde wurdest. Ich meine, heute ist das ja alles einfacher. Heute hast du moderne Medien. Ne? Anfangs habe ich nur Radio, Kassettenrekorder, dann nachher MP3-Player, Walkman, Discman. Das war früher alles der Oma. Du setzt es in Düsseldorf hinten zwischen den Enkel. Und dann müsst ihr die von Düsseldorf bis Rimini entertainen. Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf einen hohen Berg. Ich sehe was, was du nicht siehst. Anfangs ist das ja noch lustig, aber in Koblenz. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, Mutter, ich auch deine frische Dauerwelle. Und dann kurz vor der Alpen, ich sehe was, was du nicht siehst. Mutter, wenn du jetzt noch einmal sagst, da kriegst du eine gebrettert, da siehst du nie mehr was. Und dann merktest du kurz hinter Grevenbruch, du hattest nur die Weihnachtskassette vom Rolf Zukowski eingepackt. Wir standen nachts um 2 Uhr im Gotthardtunnel. Es war 36 Grad. Und neben uns ein Auto mit fassungslosen, kopfschüttelnden Stuttjachtern, weil wir mit vollem Elan mit 5 Mann sangen in der Weihnachtsbäckerei. Bäckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Milch eine riesengroße Bäckerei in der Weihnachtsbäckerei. Und dann wurde gesagt, es wird wohl nichts gekauft in der Raststätte, nur für auf das Klo zu gehen. Wir nehmen alles mit. So wie wir das selber machen, kriegen die das ja nicht hin. Das stimmt. Wenn du nachts um 3 Uhr eine Schnitte Brot nimmst, schmierst sie und legst da drauf eine Scheibe Gouda. Packst das ein in Zellophan, dazu ein frisch gekochtes, noch warmes Ei, eine frisch gebratene Frikadelle und eine Banane. Und packst das in eine vakuumverschlossene Tupperdose. Fährst damit in Düsseldorf los und öffnest das am nächsten Tag um 17 Uhr am Inntal-Dreieck. Den Geruch kriegt keine Raststätte so hin. O Tina, o Marina, ach wären wir doch nur zu Haus. O Tina, o Marina, die Rede ist jetzt aus. Dankeschön. Zuschauer zu Hause, ein fantastischer Wochenbeitrag nach Hausmann Jürgen Beckers. Und lieber Jürgen, wir sagen Dankeschön vom Komitee Düsseldorfer Karneval mit dreimal Düsseldorf. Ja. Und Jürgen Beckers, ja. Komitee Düsseldorfer Karneval. Ja. Dankeschön, tschüss.